Moinsen, schön, dass ihr mal wieder bei mir reinguckt. Ja, was habe ich denn heute für euch? Heute mal ungewohnte Umgebung, wir stehen mal im Keller, weil für die Sache, die wir heute machen, da brauchen wir eine konstante oder relativ konstante Umgebungstemperatur zwischen 10 und 20 Grad. Das ist natürlich gerade draußen nicht so der Fall und deswegen habe ich mich mal mit euch in den Keller verzogen. Worum geht's? Tränkenheizer. Ihr erinnert euch, Tränkenheizer 1 Watt hat soweit funktioniert bis ungefähr minus 8 Grad. Also da war der Feierabend. Das reicht mir aber nicht. Habe ich mir so überlegt und denke, Mensch, 1 Watt ist ja jetzt nicht wirklich viel Leistungsaufnahme. Und wenn einer eine Solaranlage hat, dann geht das vielleicht auch mit einem 2 Watt Heizer. Also könnt ihr euch vielleicht noch an dieses Video erinnern, blende ich euch mal ein. Da habe ich ja die Oberflächentemperatur von einer 2 Watt LED gemessen und die war so bei 55 Grad. Und warum sollen wir diese 55 Grad nicht nutzen für einen Tränkenwärmer? So war erstmal der Grundgedanke. Also habe ich mir überlegt, wir machen irgendwie eine große Fläche und da betten wir diese 2 Watt LED ein, dass die die Wärme nach oben abgibt. Und da stellen wir dann ja entweder eine Stülptränke drauf oder bei Lidl hatten sie gerade Auflaufformen für 5 Euro. Die funktionieren total gut. Habe ich mir auch eine von geholt. Die hat irgendwie so 26, 27 cm Durchmesser. Und die wollte ich jetzt auf das etwas stellen, wo ich diese 2 Watt Tränkenheizer-Geschichte jetzt mitmache. Jetzt mal weitergesponnen, wo drin bette ich dieses Ding denn ein? Und dann bin ich auf die Idee gekommen, in Epoxidharz. Epoxidharz ist hart, kann draußen sein, ist wetterbeständig, wäre eigentlich total toll. Epoxidharz hat leider nur einen großen Nachteil, es leitet schlecht die Wärme. Und das können wir beim Tränkenheizer natürlich nicht gebrauchen. Gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden eine 2 Watt LED in Epoxidharz eingießen und die Wärme über ein Drahtgeflecht an die Oberfläche bringen. Hört sich jetzt total kompliziert an, wird hoffentlich total easy. Ich zeige euch das mal auf dem Tisch. So, dann starten wir mal mit dem Epoxidharz. Habe ich mir mal 3 Kilo gekauft, ist wesentlich mehr, wie wir brauchen, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was das Verarbeiten von Epoxidharz angeht. Ich habe mir das selber angelesen und deswegen wird dieses auch keine Verarbeitungsempfehlung, sondern ich mache das einfach und entweder das klappt oder es klappt nicht. Ne? Beim Arbeiten mit Epoxidharz soll man ja auch super reinlich sein, was Staubkörnchen und so ein Kram angibt, wenn man hinterher irgendwelche super Ergebnisse haben will, zum Beispiel ein River Table oder so. Aber das fällt bei uns natürlich alles flach. Das soll funktionieren und überhaupt erstmal aushärten und hast du nicht gesehen. Gut, also als Form für unseren Tränkenheizer nehmen wir eine Silikonbackform. Die hat eine Höhe von 2,7 cm, die werden wir nicht ganz ausgießen. Und da kommt dann die LED rein, zeige ich euch. So, was haben wir denn hier? Also wir haben hier eine 2 Watt LED, die ich schon an Kabel angelötet habe. Und dann habe ich da ein Drahtgitter drauf gebunden. Betonung liegt auf gebunden mit Tütteldraht. Ne? Wie gesagt, ob das alles funktioniert, ich habe keine Ahnung. So, und dieses Gerät werden wir so in die Form reinlegen. Das heißt, die LED erwärmt den Draht und da steht dann mein Gefäß drauf. Und das Ding werde ich auch relativ weit an den Rand machen. Ne, dann kann man nämlich, wenn man jetzt zum Beispiel halt nur eine Auflaufform draufstellt oder so, es reicht ja dem, wenn eine Ecke frostfrei ist. Gut, dieses Epoxidharz kann man nicht in einer beliebig starken Schichtdicke gießen, sondern das, was ich hier habe, bis maximal 1 cm. Deswegen werden wir die ganze Chose jetzt erstmal hier unten eingießen mit so einer kleinen Schicht. Und wenn die dann morgen ausgehärtet ist, dann kommen hier ein paar Füße rein. Ne, wenn wir die ganze Chose dann letztendlich umdrehen, weil das hier, was jetzt unten ist, das ist ja hinterher oben, dann haben wir da nämlich gleich ein paar Füße drin, dass wir das ganze Ding akkurat irgendwo hinstellen können. So, dann würde ich sagen, dann mixe ich die Suppe mal an. Beim Arbeiten mit Epoxidharz beachtet die Sicherheitsvorschriften. Wie gesagt, also dies ist kein Verarbeitungsvideo, ich mache das jetzt einfach. Aber wie man das richtig verarbeitet, Sicherheitsvorschriften beachten, Handschuhe anziehen, das ist also, ist ein Teufelszeug, sagt man zumindest. Und ich rühre jetzt mal eine Mischung an und dann gießen wir erstmal nur den Boden aus, dass das hier unten drin haften bleibt.
Nee, der Draht sollte ja dann an der Oberfläche unseres Heizers sein, wenn es denn ein Heizer wird und nicht nur eine beleuchtete, komisch aussehende Form. Das werden wir dann sehen. So, ich rühre das mal an und dann kippt man das da mal rein. So, also LED-Licht drin, Draht ist hinterher ganz am oberen Ende des Epoxidharzes. Er durfte also nicht wirklich viel eingeschlossen sein. Wenn ich das Zeug da reingetan habe, dann werde ich es nochmal so ein bisschen hin und her wuscheln, dass der Draht definitiv unter dem Epoxidharz ist, weil sonst könnte es ja passieren, dass der anfängt zu rosten. Das ist zwar ein verzinkter Draht, aber das macht ja nichts. So, Attacke. So, jetzt ist das Kram hier erstmal alles drin. Und wenn man jetzt so kleine Unebenheiten hat, also das ist noch flüssig, ne? Da kann man nochmal so ein bisschen hier jetzt was nachbewegen. Ich mache das jetzt nur, damit der Draht und das Harz kommt. So, und da ist auch ein Hundehaar mit drin oder ein Katzenhaar. Aber das macht auch alles nichts, weil wie gesagt, es soll ja funktionieren. Das ist eine schöne gerade Oberfläche hier. Und da lasse ich das Ganze jetzt mal bis morgen aushärten. Und dann kommt da die zweite Schicht drauf. Und dann stellen wir auch erst die Klötzchen damit rein. Ne? Und dann gucken wir mal, wie das morgen weitergeht. So, das ist ein Tag später und jetzt gucken wir uns das Ding mal an. So, das sieht jetzt schon mal cool aus. Und das ist jetzt auch schon hart. Ja, ganz feine Sache. Ja, erst rein. So, dann stellen wir jetzt die Füßchen rein. Und noch ein bisschen anderes Gedöns, was ich hier so liegen habe, nur mal so zum Testen. Und dann gucken wir mal. Zweite Schicht. So, und was ich mir noch so überlegt habe, man kann da ja alle möglichen Sachen drin eingießen. Und da probieren wir jetzt einfach mal. Ich habe jetzt einfach mal ein paar Mehlwürmer. Ne, nur mal so zum Gucken. Das fällt ja hinterher nicht auf. Die Hühnchen picken ja nicht dran rum, weil da ja hinterher ein Topf draufsteht. Ich will das ja auch nur mal probieren. Ne, einfach mal ein paar Mehlwürmer. Und dann habe ich hier noch ein paar Federn aus dem Stall. Ich will einfach nur mal gucken, wie das aussieht. Vielleicht sieht es hinterher auch vollkommen scheiße aus. Aber wer es nicht versucht, wird keine Antwort kriegen. Deswegen packen wir die hier jetzt auch einfach mal mit rein. Und dann gucken wir mal, wie das so ist. Halt mal, den hier lege ich mal hier hin. Dann sieht man nämlich noch halb so viel vom Kabel denn von oben. Ja, egal. So, Suppe anrühren, nächste Mischung. So, ich bin gespannt, was das jetzt wird. Ich werde das erstmal versuchen, hier so ein bisschen zu fixieren. Die Mehlwürmchen und so. Ob das alles so funktioniert, weiß ich natürlich nicht. Ne, dass die beim Reingießen dann gleich nicht wegflutschen. So, dann würde ich sagen, hinein. Na, jetzt flutschen die Mehlwürmer doch weg. Okay, die schwimmen oben. Naja, mein Gott. Dann ist das halt so, ne? Bin ja hier auch kein Epoxidprofi, sondern eher so der, ich versuche einfach mal, ob es geht. Die Feder flutscht auch weg, das ist doof. Aber man kann es ja gleich noch ein bisschen mit dem Stöckchen dahin sortieren, wo man es hinhaben möchte. Wichtig ist ja auch, dass hier die LED völlig eingegossen ist. Alles andere ist ja purer Luxus sozusagen. Okay, das mit dem Mehlwürmern habe ich wohl verkackt, aber war ja nur ein Versuch. Da liegt eine Feder, da liegt eine Feder, da liegt eine Feder, das sieht gut aus. Also, wie gehabt, liegen lassen bis morgen und dann gucken. Hallo, so, jetzt sind wir wieder einen Tag weiter und jetzt gucken wir mal, wie das Ding so aussieht. Ne? Ich bin gespannt, ich bin echt gespannt. So, also Epoxidharz, alles trocken, wunderbar. Ich habe gestern, nachdem ich gefilmt habe, weil ich mich so ein bisschen über die Mehlwürmchen geärgert habe, dass die oben schwimmen, nee,
habe ich hier noch einfach noch mal eine Schraube und eine Mutter reingeschmissen. Einfach nur mal so. Gut. Hier guckt noch der Federkiel raus. Das ist aber alles halb so wild. So, da holen wir das Ding da mal raus. Also die Form, die pappt hier überhaupt gar nicht dran, ne? Das ist ja mal richtig geil. Et voilà. Jodele. Hey, das ist die andere Seite von meinen Füßchen. Das hattet ihr noch nicht gesehen. Okay. Das könnte man jetzt theoretisch noch polieren. Dann wäre das wirklich glasklar und man würde das alles, was da drin ist, noch besser sehen. Aber da das ja jetzt, wie gesagt, ein Versuch war, würde ich es jetzt einfach so lassen. Für mich ist ja nur interessant, hier die LED, wo ich natürlich den Draht jetzt so ausgeschnitten habe, dass er nicht die Kontakte berührt hier, ne? Und hier natürlich nochmal das Gleiche. Gut, Oberfläche ist okay, ist schön. Fast hundertprozentig glatt. Jo, dann würde ich sagen, nehmen wir das Ding mal wieder mit raus in der Garage und dann geben wir mal Energie und messen die Temperatur. So, jetzt sind wir wieder in der Garage am Ort des Geschehens. Dies hier sind übrigens die Auflaufformen, von denen ich erzählt habe, die es bei Lidl gab. Passt hier wunderbar drauf und sogar noch ein bisschen größer. So, Strom habe ich jetzt angeklemmt. Ich gehe jetzt gleich mal über ein 12 Volt Netzteil da dran. Und dann würde ich sagen, geben wir mal Energie. Halt, bevor wir Energie geben, Temperaturcheck, müssen wir mal ein neues Thermometer gönnen. So, der hat jetzt 17 Grad, weil er gerade aus dem Keller kommt. Hier neben der Tisch hat nur 8 Grad, ne? Also der ist noch ein bisschen vorgewärmt. Aber wir wollen ja gucken, was da oben geht. Also, Attacke. Na, ich bin ja gespannt. Also man merkt auf jeden Fall schon, dass es warm wird. Ich werde das Schätzchen hier jetzt erstmal eine Stunde laufen lassen und dann gucken wir da nachher nochmal hin. So, das Ding ist jetzt seit einer Stunde im Gange und jetzt messen wir mal. Also da, wo das Gitter ist, da kann man das so besser sehen, da wo die roten Punkte sind. Ja, da ist die Temperatur ein bisschen höher als hier vorne, wo das Gitter nicht ist. Aber da habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft, muss ich sagen. So, jetzt gehe ich mal direkt auf die LED. Ja, 31 Grad. Tja, das ist ja jetzt nicht wirklich besser als bei dem 1 Watt Heizer. Da sah die Planung ein bisschen anders aus. Ja, 31 Watt auf der LED gemessen. Was heißt denn das jetzt letztendlich? Das heißt letztendlich, dass dieses Ding wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ne? Okay, kann ich jetzt nicht ändern. Ich werde es trotzdem testen. Ich werde den 1 Watt Heizer wegnehmen und werde dieses Ding dahin stellen. Und dann gucken wir mal in Verbindung mit der Schale, ob das wirklich bei den nächsten Frosteinbrüchen irgendwie schafft, das Wasser eisfrei zu halten oder nicht. Ich halte euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden. Allerdings muss ich sagen, also dass das Epoxidharz so stark die Wärme wegnimmt. Ich meine, man merkt es, hier ist wärmer auf jeden Fall. Aber davon bin ich jetzt nicht ausgegangen. Ich habe mir da mehr erhofft. Ich dachte, dass da mindestens so 40, vielleicht 45 Grad ankommen, dass so 10 Grad von dem Harz geschluckt werden. Aber wir erinnern uns, die Lampe hat ohne das Epoxidharz eine Oberflächentemperatur von 55 Grad gehabt. Und jetzt sind wir bei etwas über 30. Das wird nicht reichen. Egal. Ich halte euch wie gesagt auf dem Laufenden. Mehr kann ich euch jetzt gerade nicht anbieten. Dieses Mal kein richtiges Happy End, also ich bin nicht zufrieden. Aber passiert halt, ne? Man probiert was und entweder es klappt oder es geht in die Hose. Werden wir sehen. Update hierzu kommt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Falls ja, Daumen hoch wäre klasse. Kanal-Abo nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis denne, euer Jensmann.